Hallo zusammen, willkommen zu Minecraft Novus mit dem Castcrafter. Hallo. Und wir sind wieder auf der Mond. Auf der Hast du gerade das Geschlecht des Mondes verraten? Natürlich, wir sind auf der Mond und bauen hier wieder ein bisschen. Ich habe hier nebenbei noch ein paar Blöcke gerade gemacht, als wir die Aufnahme vorbereitet haben. Oh. Mach ich mal eben rein, weil es ist dunkel, siehst du das? Nee, ich habe Night Vision an. Echt, du siehst das gar nicht? Oh, jetzt schon. Oh, mein Gott, das ist ja voll dunkel. Oh, ja. Machen wir aber später, weil wir arbeiten heute primär hier. Oder ich zumindest, ja. Oder du. Oder nein, wir. Wir, das cool. So okay. Geil. Wird so aber krass, Digga. Was kommt da denn hin wieder? Hau raus. Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich vergessen. Tschüss. Und dann bei mir soll eigentlich das ME-System hin, oder der ganze Rotz, der da hinten irgendwo steht, der soll mal in die Mondbasis und das wird quasi hier eine Position, die dann so ein bisschen schwebt, mit Säulen drunter nachher. Oh ja. Ich denke, es könnte gut werden. Solche Sachen schon mal abbauen? Oder glaubst du, kannst dass du machen. Okay. Gleich und wir nehmen natürlich diese Walkways, einfach weil die dazugehören und weil man hier die ganze Kabellage und Luftscheiße mit gut verstecken kann. Kabellage. War nett ausgedrückt, oder? Scheiße, ja. So. Ich glaube, oh das Gott. Könnte man sogar so nehmen. Oh, warte mal, so könnte man auch die Mitte rausbauen. Die Mitte? Ja, weil hier ist zum Beispiel Luft drin. Und da auch. Und jemand hatte geschrieben, man kann diese Luftziele einfach zusammenpacken und irgendwann, wenn der Raum halt klein genug wird, also wenn genug Luftzieler da sind, ist der Raum halt dicht. Oh. Machen wir so einen riesigen Berg. Aus einem 40x40 Cube mit Luftzielern, der die ganze Base zielt. Das wäre geil. Boah, was hast du denn hier schon gebaut? Insane. Warte mal, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Jetzt muss ich aber den Master of Construction wieder fragen. Ja. Ich bin wie so eine Fliege gerade. So. Wo soll ich das hinbauen? Genau, wo soll ich das hinbauen? Also größtenteils die Quantum Bridge. Soll die liegen oder stehen, in der Mitte, schweben? Liegen! Warte. Wow. Und zwar genau, warte mal, das ist ja dann demnach die Mitte. Kannst du einmal den Weg da zählen, wie lang der ist? Der also ist nicht symmetrisch? Nee, nicht den Weg da, den hier. Der ist aber nicht symmetrisch. Ne, weiß ich. Warte. Oh Gott, okay. 1, 2, 3. Nee, nicht den da hinten. Hä? Ah. Okay. Den vom Topf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht selber 8, zählen. Oh Gott. 12, 13. 13. Der ist 12. Scheiße! Okay, einen noch daneben. Dummkopf. Hallo. Ich meine, der wird nachher eh noch ein bisschen breiter, aber zum Ausmessen ist er, glaube ich, ganz cool. So. Fertig. Oh. Jetzt wären wir symmetrisch, oder? Ja. Quantum Bridge im Boden hier, bitte. In dem Boden? Warte. Auf dieser Höhe. Da. Nee, tiefer. Da. Oh, krass. Mein Gott. Ja, da ist geil. Also wollen wir dann lachen? Vielleicht hat man auch so ein. Kennst du den Forehead Twitch Emote? Nein. Boah, das könnte man mit dir auch voll gut machen. Warum? Ja, das ist so ein Lach-Emote. Achso, okay. Aber der sieht ja lustig aus. Nick die Mitte! Nick die Mitte! Elektro-Titte? Was für eine Mitte? Warte. Nee, warte. Da muss. Nein! Ah! Hey, oh Gott, ich geh weg. Ich mach was anderes. So. Mein Gott. Er hat es nicht verstanden, der Hako. So müssen wir bauen. Ja, aber da war doch davor auch schon ein Rahmen. Oh, okay. Ja, aber der Rahmen muss einen weiter. Ja, das Ding braucht jetzt aber noch Strom. Und es müssen irgendwo Kabel weg. Und Sachen dran. Das hast du vorher nicht gesagt. Warte. So, jetzt ist zumindest schon mal Licht da. Was brauchen wir? Strom. Also, ja, eigentlich nur Strom. Und halt Kabel, wenn wir hier Sachen machen wollen. Ja, dann mach doch dran. Ja, irgendwo. Ja, man kann es vielleicht so hoch machen und dann so zur Seite und dass das hier so in der Decke Strom ist. Also, der Raum wird ja relativ groß, aber nicht so groß, aber dann geht er halt hoch, das Kabel, und geht dann so halt in der Luft. Aha. So, guck, warte. Ich bin ein Kabel. Sollen wir dann so richtig dicke Crew Stabilized nehmen? Ah, aber das wäre korrekt, ja oder? Wir brauchen ja okay. Ein Kabel oder so.
Okay, das wäre auch nehmen wir Dance-Kabel. Das wäre auch korrekt. Aber das geht ja jetzt gar nicht. Warte, wir müssen das erst so aufbauen, Peter. If you know what I mean. Nein! Guck mal, man hüpft hier immer so, wenn man hier drauf ist. Geh mal da drauf. Da ist immer so. Din, 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 din. Ach ja. Boah, weißt du, was man hier drauf machen kann? Ja. Hüpfen. Hüpfen. So, warte, das da fehlt noch. Dann fehlt ja deine Card. Oh, ne, warte mal. Oh. Pass auf, wir könnten den Kern doch ja, hier unten in die Mitte machen. In die Mitte oder außenrum als Ring? Oh. Könnte man auch außenrum als Ring machen, oder? Ja. Aber so ein mit Abstand einen weiter, oder? Das unter dem Walkway leuchtet. Ja, bestimmt. Ja, okay, das ist sogar genau 7x7. Das sag ich doch. Cool, oder? Ja. Okay, geil. Warte, können wir jetzt schon... Ach nee, wir haben ja kein Terminal. Noch nicht. Aber jetzt. Dann. Genau, da kann man 4 Terminals an den Ecken bauen. Wow. Weil unten dachte ich, wo der Fahrstuhl ist, dachte ich nur die Luftversorgung hin. Wo ich gerade Fahrstuhl sage, ich gehe mal ganz kurz nach unten und mache da mal ein paar Blöcke dran, okay? Okay. Bis gleich. Jawoll, Terminal ist wieder da. Nice. Ui, ui, ui. Controller. Das wird echt ein krasser Fahrstuhl, wenn ich ehrlich bin. Oh nein. Können wir da auch Speed-Upgrades reinmachen? Ich habe keine Lust, so eine halbe Stunde da hochzufahren. Gleich da. Nee, da kann man auch richtig viele Speed-Upgrades reinmachen. Und dann macht er so. Ja, teilweise haben die gesagt, das ist ja genauso schnell wie die anderen, aber lol. Dann braucht man nicht mehr so einen Fahrstuhl. Also wir machen den schon zügig, aber jetzt nicht so zügig, dass man nicht mehr sieht, dass er sich bewegt. Dass der irgendwie... Dass du einfach so instant hochgeportet bist. Hey, korrekt. Was denn? Feuerwerk. Ja, das erste Feuerwerk auf dem Mond. Nee, war bestimmt nicht das erste, aber... Feuerwerk auf dem Mond. Geht das gar nicht. Volle Fehler im System. Wir haben gar keine Luft für die Explosion. Oh. Doch, die Luft ist damit eingeschlossen. Das ist Spezialfeuerwerk. Ah ja, stimmt, Mondfeuerwerk. Ja. Von den Deutschen. Obwohl, die haben nur sicheres Feuerwerk. Wenn du richtig knallen haben möchtest, dann gehst du nach Polen oder so und holst du da richtige Böller. So, Dance. 31 bis... Achtung. Bis 56 sind 25 mal 6, 150. Ja, reicht. Oh, das war eine Lampe. Nein, er hat die Lampe zerstört. Oh, der sieht aber gut aus. Ich habe jetzt halt immer noch die Question, wo der Strom hinkommt, ne? Ich würde sagen, dass der Tesserakt hier unten in der Mitte hinkommt. Und zwar, warte. Da drauf. Drauf? Also hier drunter. Drunter? Genau. Ja. Und dann lassen wir hier so Kabel zu dem Ring gehen, oder? Okay. Und was, welche so Crew Stabilized? Ja, die sind geil. Die gehen ja dann. Crew stabilisierte Fluxdukte. Das kann man danach mit leckenden, nicht leckenden Carpenterblöcken machen, weil ich habe jetzt quasi nicht leckende Carpenterblöcke eingestellt. Lol. Boah, wie viele FPS mir gerade der Kern gezogen hat. Ja, in dem Moment, als er anging, ne? Ja. Zack, Stampel, weiter geht's. Okay, warte, das Ding muss jetzt weg. Au, oh, hey, hör mal. Ja, ich wollte den wegbauen, du. Homo. Homo. Okay, warte mal. Ja, das wird gut. Jetzt müssen wir hier nur ein paar Terminals dran machen, ne? Ja. Also an sich müssen wir erstmal den Ring verbinden. Dafür müssen wir die Lampen wegmachen. Stimmt. Und dann, nein. Warte, das war dumm. Nein, was nicht? Oh, Dance. Okay. Was für eine Farbe von Dance möchte? Willst du gleiche Farbe oder andere Farben an jeder Ecke? Grau, weiß, schwarz, rot, weiß. Orange, weiß? Okay. Ja, wir sind auf dem Mond, da ist alles ein bisschen cleaner. Das ist aber eher so ein Grau-Weiß. Warum ist der denn jetzt unverständlich? Hä? Oh. Dum, dum, dum. Warum? Ah nein, das geht ja gar nicht. Ja, weil die Quantum Bridge ja kein... Die hat ja schon einen Controller bei uns zu Hause stehen. Das heißt, das wäre jetzt ein zweiter Controller, also dürfen wir die nur mit Strom verbinden. Und das geht so nicht. Also müssen wir es. Haben wir Smart Cable? Oh, sind nicht online. Das war der Optik. Das ist der Optikkern, ne? Genau, eigentlich schon. Okay, sehr gut. Oder ist es wieder Smart? Wir haben sogar weiße Smart Cable. Ah ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Sieht aber trotzdem geil aus. Okay, warte mal. Dann könnte man nachher so ein, boah, dann kann man so einen Turm bauen. Geil. Boah. Okay. Brauchen wir allerdings noch, ja, mal später. Man hat erstmal normale Walkways. Die sind ja drei dick. Da muss dann nachher noch Strom rein. Und Energy. NRG. Oh nein. Oh. Kann ich schon aufs System zugreifen? Ja. On the system now. Stimmt ja hier. Also ist gerade, ja, gerade schon. Ich habe gerade wieder aus Versehen falsches Kabel gesetzt. Jetzt? So. Warte, 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 warte. Dauert. Also, jetzt. Also ist schon an, aber ist nichts. Ah, jetzt. Alles klar. Okay. Walkway. Oxygen Pipe und. Boah, die sind so teuer, die Dinger, ne? Die sind so teuer, aber davon haben wir so viel. Ja, Mann. Wow. Okay, jetzt kommt natürlich wieder die, die Herausforderung an dieser wunderschönen Mondbasis, dass man alles zielt, ne? Das ist halt das Schwierige daran. Nein, das ist das Tolle daran. Ja, das Tolle, Schwierige. So. Also ich mache jetzt erstmal die Luftcables hier hin. So. Und dafür muss man erstmal nachher die Räume bauen, beziehungsweise ja doch die Räume. Aber wenn die mal fertig sind, ne? Dann geht das los. So. Na, guck mal, jetzt können wir 64 Wireless Booster machen. Braucht zwar 8000F, aber wir können, wir können auf 528 Meter weit auf das E-System zugreifen. Oh mein Gott. Ja, das reicht ja schon fast. Ja. Mir fällt gerade ein, wir müssen mal drüber quatschen, wo unsere neuen Anwohner hinkommen. Ja, oh stimmt, das können wir machen, ne? So Schlafräume oder so. Und oder was einen Reaktor. Sie machen. Wir brauchen, Peter, wir brauchen Platz für den Megareaktor. Stimmt, Megareaktor, wie viel werden das? Ja, einmal der Reaktor und halt irgendwie einen coolen Raum oder so. Also eigentlich nur Reaktor und Laser. Reaktor und Laser. Hört mal, Laser kann man gut bauen, ne? Ja. Ja, pass auf, wie wär's denn gegenüber? Da ist die Luftversorgung, auf der anderen Seite ist die Energieversorgung. Okay. Gleicher Abstand wie die Luftversorgung. Vielleicht ja. Auch so dasselbe Basisgebäude, so eine Art. Ja. Nur, dass da noch richtig fette Laser dran sind. Man könnte den Laser von unten in so einem Turm machen. Dass er von der nach unten oben schießt. Ja, genau. Oh ja, das wäre geil. Also, dass man ruhig den Reaktor so auf Höhe von dem Ring hier oben hat. Ja. So. Aber unten diese Konstruktion ist wie auf der Südseite. Ja. Boah, cool. Boah, das wäre aber fast schon wieder Offscreen-Sachen. Oder wollen wir das sehen? Auch. Dann bauen wir wieder so eine riesige Glaskuppel und reisen die eine Folge später ab. Der war irgendwie doch nicht so cool. Der Topf sieht kacke aus. Der Topf kriegt noch eine Glaskuppel obendrauf später. Also bleib mal ruhig. Ja, das ganze Ding hier Kommentare. Hier, gut, dann noch eine Mega-Energie. Vielleicht steht er ja schon, ne? Boah, voll das Stimmt. Paradoxon. Vielleicht steht er da schon, obwohl wir noch gar nicht aufgenommen haben. Oh. Dann. Da die Live-Map ja nicht mehr funktioniert, beziehungsweise auf dem Mond nicht funktioniert. Boah, so eine Mond-Live, obwohl sieht man eh nichts. Mod-Blöcke gehen nicht so gut. Warte, was ist denn? Ach, nichts, ne? Der Ring ist schon completed. Okay. Completed. Welcher Ring? Ne, der eine hier. Ja, warte, davon gehen jetzt ein Kabel weg, ne? Dance. Kabel weg, Dance. Wir brauchen Dance. So? Und dann nach oben, so. Oder wie? Hä? Du hast so gemeint, irgendwie Kabel weg, oder? Nee, das war später. Ach so. Ich meinte jetzt eigentlich nur vier Kabel da an den Ecken, dass die vier Terminals sind. Nur sowas? Nee, du kannst natürlich auch ein bisschen übertreiben, wenn du willst. Hau raus! Okay. Nein. Überrasch mich. Nein. Ah, guck mal, ich glaube, du hast gerade deinen Lufttank ausgetauscht. Bin mir aber nicht sicher. Warum? Weil da gerade leere drin sind? Ja. Könnte natürlich sein. Jetzt sind da drei leere drin. Also wir müssen natürlich gucken, weil der Klüm, verklümmte und der Spark wollen ja auch noch mitmachen. In unserem Mond-Project. Ich habe aber keinen Bock, wenn der so verklümmt ist, ne? Ja, ich weiß, der baut immer so Klumpen. Ja. Am Ende macht der nur eine Klimmzugstange hin. Oh nee, ich hab keinen Bock auf Sport. Richtig dumm. Einfach mal auf dem Mond. Wo du dich so richtig bewegen musst, damit deine Muskeln nicht zurück. Ich habe keinen Bock auf Sport, Mann. Mann. Aber du musst, ohne Witz, du musst im schwerelosen Raum richtig viel Sport machen, ne? Ja. 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 Ja.
Musst du! Richtig dumm. Warte. Nein! Der macht den schräg. Und? Nein! Warum macht der den schräg? Oh, jetzt da gerade. Cool. Warte mal. Ich kann mir nie die Wege merken, wie wir die bauen, Alter. Boah. Achso, auf welcher Seite Strom und auf welcher Gas oder wie? Ja, das auch nicht, aber ich meine auch da drunter, weil die müssen ja so halbwegs immer gleich aussehen, gerade mit den Toren. Verstehe. Alles klar. Okay. Halbwegs immer gleich. Alles klar. Obwohl die Walkways in der Luft, die können ein bisschen anders aussehen. 1, 2, gut. Warte, mach ich weil die sind so? Ja in der Luft. Und so. Hallo. Und so. Wir sind in der Luft. In der Luft. Luft. Aber jetzt wollen wir noch mehr ME-Crafting. Also wir brauchen auf jeden Fall auch Unmengen an beleuchteten Laboratorieblöcken. Ja. Also die Mondbasis ist dann fertig, wenn ich hier 10 FPS habe. Challenge accepted. Noch habe ich 50 auf dem Mond. Streng dich an, Heiko. Ach, das geht schon. Dann machen wir einmal ein großes RF-Tool-Schild hin und dann hast du noch 2. Ich habe schon gehört, RF-Tool-Schilder ziehen ganz viel, ne? Ja. Deswegen machen wir auch kein Schild um unser Haus übrigens. Weil da war mal so ein Kommentar, der mich das gefragt hat, weil wir das mal gesagt hatten. Hätte ich auch voll Bock drauf. Ja, aber die sind ein bisschen krank, die Dinger. So. Krank? Können wir die gesund machen? Vielleicht. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nice. Und dann geht das so zu. Ich glaube, wir müssen mal, Peter, du musst mir mal so einen Plan aufzeichnen von der Mondbasis, wo ich was hinbauen darf. Das kommt immer so spontan, weißt du? Ich gucke so rum und denke so, wow, hierhin, wow, dahin. Ja, genau. Und ich baue und denke mir so, wohin? Lässt sich das der Kacke aus? Genau, am Ende reißt du das wieder weg. Guck mal, das sind auf jeden Fall die Gänge. Für die Luftschleusen? Ja, nicht nur für die Luftschleusen, sondern für diese gesamten Dinger hier, die hier so rübergehen. Also muss ich die weiterführen? Kann man machen. Also man kann nachher hier Kabelblöcke dran machen, das hier angeschrägt ist. Hier drinnen wird angeschrägt. Ja. Dann kommen da Glasscheiben rein. Und der Raum hier vorne muss natürlich noch ein bisschen größer gemacht werden. Da müssen wir allerdings gucken, wie das mit den Scheiben passt. Irgendwo. Also meinst du so? Ja. Gut? Das ist gut. Oh, ich glaube, innen drin habe ich gar nicht, ne? Aber innen drin habe ich gar nicht. Wo nee, könnte man nicht machen? Sieht geil aus, ne? Irgendwie schon. Warte. Innen drin war immer eckig. Okay. Aber war 4 hoch und 5 breit. So. 4 hoch und 5 breit, ne? 4. Ja, passt. Perfekt. Passt, genau. Und aber gut, ich würde mal sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall beim Castcrafter vorbei oder bei mir auf dem Kanal. Sind jetzt alle. Warte mal, bleib mal kurz stehen und mach das so. Sind jetzt herrlich eingeblendet, beim Castcrafter wahrscheinlich auch. Oben links, oben rechts und unten links, irgendwie die Playlist und Video. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Part von Minecraft Novos. Tschüss. Tschüss.